Da haben wir den Champion. Da haben wir den Champion. Bevor wir über ihn reden wollen, Finja, müssen wir eins klarstellen. Und zwar, ich habe schon lange Haare, muss ich ganz ehrlich sagen. aber die Haarpracht von ihm toppt ja meine schon fast noch mal um ein besonderes. Ist das sein Freizeitoutfit eigentlich? Ja, genau. Er hatte gerade seine kleine Vorwinterpause. Durfte jetzt auch ein bisschen die Zeit auf der Wiese genießen. Und wir alle wissen ja, dass das mit dem Eindecken, dann sind sie zu kalt, sind sie zu warm. Und so durfte er so sein, wie er ist. Und er ist auch so noch der Schönste. Natürlich, das würden wir ihm gar nicht abstreiten. A Crazy Son of Lavina. Eins interessiert eigentlich die meisten Leute immer. Wie kommt das eigentlich zu dieser unglaublichen Namensgebung? Dass eure Zuchtprodukte, die ihr zu Hause habt, immer dieses Crazy vorneweg haben? Genau, also mein Vater hatte damals ein Pferd, Crazy Cocktail. Und ich weiß nicht, wie drauf es da gekommen ist, dieses Crazy da reinzubringen. Aber ich denke, es passt zu unserer Familie, es passt zu unseren Pferden. Und dadurch haben wir das dann beibehalten. Wir reden ganz kurz zur Mama. Die Mama ist kein eigenes Zuchtprodukt, sondern die ist damals zugekauft worden. Wann kam die in euer Leben, in dein Leben? Genau, die Mama haben wir damals mit 4 Jahren dazu gekauft. Die ist mittlerweile 19 und die haben wir dann direkt erstmal einmal decken lassen. Die war damals nicht so schön zu reiten, ein bisschen wild. Ich weiß noch, wie mein Papa ein Jahr Weihnachten mit einem blauen Auge von ihr verbracht hat. Und dementsprechend haben wir dann erstmal zwei Fohlen aus ihr gezogen und einer davon ist er geworden. Und dann kam er da und dann kam im Endeffekt zu die Namensgebung. Das ist da. Wie war so, gab es Parallelen zu ihm und Mutter, dass man sagt, meine Güte, so vom Typ, von irgendwelchen Eigenschaften hatten sie schon gewisse Ähnlichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Also beide waren als junges Pferd sehr, sehr maulig, schwierig zu reiten, haben gerne dem Kreuzgalopp galoppiert und waren einfach so ein bisschen verrückt, auch in den Wendungen nicht so schön zu reiten. Beide Pferde haben eine große Vorsicht am Sprung, aber Gott sei Dank hat Lavino ein bisschen mehr Einstellung als die Mama. Einstellung ist so eine Sache, die kommt gelegentlich auch mit der Zeit. War Einstellung von Anfang an da, dass du gesagt hast, meine Güte, da merkt man diesen Sportsgeist in ihm? Ja, schon irgendwo ein bisschen. Aber es war damals noch so, dass die Einstellung immer eher so ein bisschen gegen den Reiter war. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach so viel Zeit miteinander verbracht haben und uns jetzt mittlerweile halt eben so gut kennen und er seinen Kopf auch manchmal noch gerne durchsetzt. Aber ich glaube, dadurch ist das dann eben auch gekommen, dass diese Einstellung auf meiner Seite ist und wir jetzt so ein gutes Team sind. Du hast gerade schon, wir haben über die Parallelen von der Mutter, die du so gut kennst, im Endeffekt von Sporten links und zu ihm gesprochen, die Parallelen. Gibt es die zwischen ihm und dir, dass du sagst, meine Güte, das ist irgendwie ganz komisch, der Erfolg liegt doch ein bisschen daran, weil wir uns vielleicht in gewissen Punkten so ein bisschen ähneln? Ich glaube schon. Ich glaube, so ein bisschen auch diese Freude über den Erfolg, das ist das, was uns sehr ähnelt. Manche mögen vielleicht sagen, dass das bei mir auch nach dem Ziel manchmal ein bisschen wild aussieht, wenn ich mich freue, aber ich freue mich und ich merke dann halt einfach auch, dass er total merkt und darin aufgeht, dass er seinen Job gut gemacht hat. Und deswegen möchte ich das da auch nicht zügeln, sondern dabei bleiben. Und er freut sich dann. Und ich glaube, das ist das, was wir gemeinsam haben und was uns auch irgendwo ausmacht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das werden mir viele bestätigen, also die Freude, die du hast über erstmal auch deine großen Erfolge, das kommt unglaublich authentisch rüber. Und ich glaube, da hat noch nie einer gesagt, meine Güte, das gehört der Erfolg und die Freude über den Erfolg gehört zu dir, glaube ich. Und das wäre schade, wenn man das einfach, glaube ich, versuchen würde zu unterdrücken. Ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass das sind wir halt einfach und das macht uns aus und da freuen wir uns. Jetzt darf er aber wahrscheinlich hier sein üppiges Haarkleid nicht mehr lange haben, weil jetzt steht das nächste Turnier auch schon bald an und dann wird er dann dafür auch wieder in passend auch haarfrisurmäßig in Shape gebracht? Ja, genau. Also an der körperlichen Shape haben wir schon bis jetzt gearbeitet. Ja. Und heute Nachmittag geht es dann an den Pelz und damit wir dann auch zum Wochenende für die warmen Messerhallen dann auch fit sind für den Agravis Cup. Und dann kommt der dicke Pelz wieder ab. Meine Güte. Ich behalte im Übrigen meinen noch ein bisschen. Schön, wir gehen wieder ins Warme.